Hallo mein lieber Freund, herzlich willkommen zu Spieletipps für Gamer. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Mission 11, also die Geheimmission 11, findest und wie du sie auch machst. Ja, die Geheimmission Nummer 11 befindet sich in der Mission Nummer 15. Und zwar kannst du dich an dieser Statue orientieren. Also ich zeige dir nochmal hier so, was es hier in der Gegend gibt. Also schaut das hier aus. Hier ist die Statue. Und jetzt gehen wir hier runter. Und hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, wie du dahin gelangst. Ich kann dir zum Beispiel diese empfehlen mit der Punchline. Das heißt, du wirfst sie auf Kreis, dann springst du und drückst nochmal Kreis. Und dann nochmal Kreis. Also das ist ein bisschen kompliziertere Methode. Aber du siehst, ich slide hier hoch. Musst du aber nicht. Ja, also das ist, ich kann es auch nicht so gut, zeige ich dir gleich. Ich zeige dir aber eine viel leichtere Methode, okay? So, wir machen alles kaputt. Und jetzt einfach mit diesem Gerberer, ja, also der liegt ja auch überall rum. Einfach so, immer weitergehen, so wie ich das hier mache. Also das heißt, diese Abhänge, einfach mit dem Gerberer immer so entlang hangeln. Auch das, was ich gerade mit dem anderen gemacht habe, das kannst du genauso machen. Immer schön nach oben einfach mit diesem Gerberer. Also da, wo ich hochgefahren bin, einfach genauso hochspringen. Ja, immer wieder Kreis drücken, ja. So, und hier ist schon die Mission. Also das geht ganz easy. Das auswählen, X drücken. So, geh direkt zum Ziel. Die Mission ist ganz einfach. Wir müssen einfach unter einer bestimmten Zeit hochkommen. Springen, diesen Gerberer da einschalten. Oder wie auch immer der heißt. Hier drüber springen, nochmal Gerberer. Nach links, springen, springen, abspringen. Und dann den Gerberer hier die ganze Zeit einschalten, bis das hochfährt. So, dann nochmal abspringen, Gerberer, fertig. Ja. Also bei mir ist hier ein Orb, weil ich das schon geschafft habe. Aber bei dir ist hier natürlich das Fragment. Aber das ist wirklich, also in meinen Augen, somit die einfachste Mission. Wie gesagt, du brauchst den Devil Trigger oder wie auch immer der heißt, also diesen Gerberer. Und dann einfach immer Kreis drücken und dich ja hoch jonglieren. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du das schaffst. Übe ein bisschen, kann sein, dass am Anfang ja ein paar Mal runterfällst, aber ich denke, nach 5 bis 10 Versuchen wirst du das auch schaffen. Denk auch dran, den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst, denn wir machen 100% auf diesem Kanal, 100% für Devil May Cry. Also, hau rein, viel Erfolg und wir sehen uns in weiteren Videos.